Hallo miteinander, mein Name ist Sina Frey und ich bin Mountainbiker. Es freut mich sehr, dass ich mit euch heute ein Circuit-Training durchführen darf. Der Fokus wird auf dem Rumpf und auf den Beinen sein. Für mein Training heute braucht ihr zwei Lümpen oder irgendetwas, das gut rutscht. Dann zwei Wasserflaschen, es können irgendwelche Flaschen sein. Dann ein Brettchen, ich habe jetzt hier ein Schneidebrettchen genommen. Und ein Walholz. Dann starten wir jetzt gerade mal mit einem kleinen Warm-up. Dafür gehen wir den Oberkörper nach rechts und nach links rotieren und der Blick bleibt in der Mitte. Wenn das gut geht, dann nehmen wir beide zu. So immer so seitenverkehrt. Machen wir gerade mal 5 Wiederholungen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir mit dem rechten Arm zum linken Fuß und umgekehrt. Machen wir gerade mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir 5 Squats. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir noch 5 Ausfallschritte. Wir mit dem Bein führen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt machen wir noch seitwärts. Je 1, 2, 3, 4 und 5. Zum Schluss machen wir noch 5 Froschhüpfer. 1, 2, 3, 4, 5. Dann alles noch ein bisschen ausschütteln. Und dann hoffe ich, dass sie ein bisschen warm geworden sind. Ich werde euch jetzt die ersten 3 Übungen vom Circuit erklären. Also die erste Übung ist eher für den Rumpf, dann die zweite ist für die Beine und die dritte ist für den Rumpf und für die Arme. Zwischendurch werden wir jeweils eine aktive Erholung machen. Die eine hat mit Gleichgewicht zu tun und die andere ist etwas für die Beine. Die werde ich euch dann auch am Schluss noch zeigen. Für die erste Übung brauchen wir die 2 Wasserflaschen. Dann stellen wir die hier so an, dass wir mit den Beinen gut hier Platz haben und gehen jeweils hier den Rumpf anspannen und mit den Beinen über die Flaschen schön beigestreckt die Rotation machen. Das wäre die erste Übung und die ist für den Rumpf. Und jetzt als aktive Erholung nehmen wir unser Walholz und das Brettchen. Das bildet ein Wackelbrett. Und dann können wir uns da draufsetzen und die Balance darauf finden. Für die, wo das zu einfach ist, die können noch probieren, mit den Händen die Füße berühren. Genau. Die zweite Übung ist für die Beine. Da können wir auch für die, die wollen, können die Flasche als zusätzliches Gewicht nehmen. Gehen wir in die Squat-Position. Schauen wir, dass wir hier da schön einen 90-Grad-Winkel haben auf der Seite. Und machen einfach mal einen Squat. Dann gehen wir wieder runter. Und dann gehen wir mit den Knien auf den Boden. Und gehen wieder in diese Position. Und nach dieser Beinübung gehen wir hier an die Wand über. Das kann irgendeine Wand sein. Gehen mit dem Rücken hier an. Schauen, dass wir hier schön einen 90-Grad-Winkel haben. Und dann bleiben wir einfach 15 Sekunden hier an der Wand. Und am Schluss machen wir noch einen Froschhüpfer. Dann kommt die nächste Übung. Das wäre eher für die Arme und für den Rumpf. Gehen wir hier mit Stabi-Position und von den Unterarmen in die Hände rauf und machen diese Rotation. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir auch wieder als aktive Erholung auf unser Wackelbrett.
jeweils 15 Sekunden. Genau. Und das wäre jetzt die erste Runde, die wir dann machen. Gut, dann starten wir jetzt und probieren schön da den Rumpf anspannen und das Bein immer so bewegen. Die letzten 5 Sekunden. Gut. Jetzt gehen wir auf unser Wackelbrett, das wir hier gebastelt haben. Und bleiben 15 Sekunden auf dem Wackelbrett. Die, die können, können da die Arme noch dazu nehmen und die Beine. Und dann gehen wir zu der Beinübung. Für die, die wollen, können hier die Flaschen nehmen. Gehen wir in die Squat-Position und fangen gerade an. Hier schauen, dass man einen 90-Grad-Winkel bei den Beinen hat und einen schönen geraden Rücken. Die letzten 5 Sekunden. Gut, dann gehen wir jetzt über an die Wand und bleiben da 15 Sekunden und machen dann noch einen Froschhüpfer. Wenn es ein bisschen anfängt zu brennen in den Beinen, dann ist es genau richtig. Dann kommt jetzt, gehen wir in die Stabi-Position, den Rumpf und das Gesäß anspannen. Und dann gehen wir mit den Händen hier so rotieren. Hier auch schauen, dass man hier eine schöne gerade Linie hat, dass man sozusagen wie ein Brett ist. Die letzten 5 Sekunden. Gehen wir 15 Sekunden wieder aufs Wackelbrett. Und dann sind wir schon mit der ersten Serie fertig. Die erste Übung ist so ein Seitwärtsstabi. Da kann man einfach so das Bein so drinnen haben. Oder für die, die sehr schwer wollen, können das obere Bein auch noch so strecken. Die machen wir dann auf beide Seiten. Dann die zweite Übung ist für die Beine. Da gehen wir das vordere Bein so aufstrecken und machen so wie so einen Step rückwärts. Da gehen wir auch in der Hälfte dann wechseln. Die dritte Übung ist für den unteren Rücken. Stehen wir so hüftbreit an, gehen ein bisschen in die Knie, gehen die Hände hinter den Kopf, einen geraden Rücken machen und eindrehen, bis wir fast die Ellenbogen bei den Knie haben und nachher Wirbel für Wirbel wieder aufdrehen. Und zwischendrin, wie auch bei den vorherigen Übungen, machen wir wieder das Wackelbrett und die Stabi an der Wand. Gut, dann können wir jetzt starten. Hier könnt ihr auch schauen, dass ihr eine Linie sind. Das hilft auch, wenn man ganz am Rand an die Matte geht, dass man dann wirklich in einer Linie die Stabi macht.
noch 5 Sekunden und dann gehen wir gerade die Seite wechseln. Und die andere Seite. Sind wir in den letzten 5 Sekunden und dann gehen wir nachher aufs Wackelbrett. Und 15 Sekunden auf dem Wackelbrett. Und die, die können, die Füße berühren mit den Armen. Jetzt kommt die Beinübung. Für die, die wollen, dürfen hier auch die Flaschen als zusätzliches Gewicht nehmen. Dann starten wir gerade und machen so einen Rückwärtsschritt und nehmen das Bein auf. Dann gehen wir hier in der Hälfte das Bein wechseln. Das wäre jetzt. Da können wir schauen, dass das hintere Bein eigentlich fast den Boden berührt. Und vorne ziehen wir es auf. Dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir jetzt an die Wand rüber. Gehen hier 15 Sekunden uns aktiv erholen. Und machen dann wieder einen Froschhüpfer. So. Dann die nächste Übung ist wieder unter Rücken. Fangen wir gerade an, Hände hinter den Kopf und eindrehen. Und Wirbel für Wirbel wieder aufdrehen. Den Blick nach vorne richten. Und dann gehen wir jetzt wieder aufs Wackelbrett. So, dann sind wir mit der zweiten Serie fertig. Die erste Übung ist wieder für den Rumpf. Gehen wir in diese Position, dann aus Gesäß und den Rumpf anspannen und mit dem Knie jeweils zum Ellenbogen führen gehen. Und für die, wo das so zu einfach ist, die können auch über das Kreuz das machen. Die zweite Übung brauchen wir gerade unsere Lümpen. Und die hier. Dann gehen wir mit den Fersen da drauf, gehen uns so aufrecht machen, dass wir gerade sind wie ein Brett und gehen die Füße so anziehen, also die Fersen hintere ziehen. Die letzte Übung nehmen wir die Flasche, gehen wir hinten runter, der Arm gestreckt hinter dem Kopf und kommen rauf und gehen uns auch hier strecken und den Blick gegen vorne. Gut, dann starten wir jetzt gerade mit der ersten Übung. Kann man eben auch als fortgeschrittene Variante übers Kreuz machen. Und schauen, dass der Rumpf und das Gesäß angespannt ist und dass man 1 Grad breit ist.
gehen wir zum Wackelbrett. Fünfzehn Sekunden auf dem Wackelbrett. Drei, zwei, eins. Und Beinübung. So. Dann starten wir gerade. Aus Gesäß und die Hüfte aufdrücken und die Beine anziehen. Jetzt sind wir in den letzten 5 Sekunden. Und dann gehen wir über an die Wand. Und machen noch einen Vorschöpfer. Dann kommt jetzt schon die letzte Übung. Nehmen wir die Flasche. Und startet. Da schauen, dass man so den Arm immer hin und oben schön streckt. Und noch 5 Sekunden. Und geschafft. Dann gehen wir jetzt noch das letzte Mal 15 Sekunden aufs Wackelbrett. So, jetzt haben wir den Sirkwit geschafft. Die, die wollen, können gerne auch noch eine zweite oder sogar eine dritte Runde anhängen. Und für die anderen, die können jetzt mit mir noch das Cooldown machen. Gut, dann gehen wir die Hände hier bei der Schulter ein bisschen an und gehen uns so aufdrücken. Und dann spüren wir, die Dehnung sollten wir im Rumpfbereich spüren. Dann können wir einfach hier ein bisschen bleiben. Nachher gehen wir dem Gesäß hin zu den Füßen absitzen und den Rücken und den Oberkörper so abdrücken. Dann gehen wir auf, gehen die Wade noch durchdrücken. Da können wir einfach so fest, wie es angenehm ist, dass man mit den Fersen hinunterkommt für die, die können, und für die anderen einfach so weit, wie es geht. Dann können wir gerade das eine Bein vorne und den Hüftbeuger noch dehnen. Der ist auch für die Velofahrer sehr wichtig. Da. Dann auch noch Seiten wechseln. Einfach so, dass es für einen angenehm ist. Man darf es ein bisschen spüren, aber so, dass man es aushalten mag. Dann zum Schluss, da wir ja schon ein Walholz für den ganzen Sirkwit gebraucht haben, können wir das jetzt auch noch zum Massieren brauchen. Können wir einfach über die Beine oder auch über die Wade drüber rollen und die Faszien so ein bisschen
Rolle. Und auch wenn es jetzt mal irgendwo, wenn man es ein bisschen fester spürt, kann man auch auf dem Punkt draufbleiben, bis es sich wieder nachlässt. Und da kann man auch mit dem Druck sehr variieren. Vielleicht, wenn man es das erste Mal macht, noch nicht allzu fest. Und wenn man sich schon ein bisschen gewöhnt ist, kann man da auch mit recht viel Druck schön am Bein entlang massieren. So, ich hoffe, euch hat mein Workout mit mir gefallen und ich hoffe, ihr bleibt gesund und bis ein anderes Mal.